Dann machen wir mal weiter. Die Storys sind so lang von diesen Clubs. Man stelle sich vor, ich würde diese... Na, wir sind auch kurz fertig mit diesem Club. Stell euch mal vor, wir müssten diese Clubs von 0% auf 100% bringen. Das ist man ja auch ewig beschäftigt. Zum Glück hatte ich da mittendrin mal Pause. Wäre furchtbar. Mal gucken, ob ich auch Platin hier drin hole, weil ich weiß ja nicht, wie schwer die Platin ist. Ich muss noch mal in Judgment gucken, wie schwer die da ist. Oh, da sind sie ja alle. Oh. Oh. Na. Ist halt alle zurückgekommen? Oh, dann ist der Robotik-Club quasi aufgeschmissen. Stimmt doch. Okidigawa, oder? So. Stimmt. Er hat so geheult, ich konnte einfach nicht anders. Ich habe nicht geheult. Du hast ihnen also alles erzählt? Ja, alles. Woher der Robotik-Club sein Geld hat und auch alles andere. Sie waren sehr verständnisvoll. Alles klar, und wohin wollt ihr gerade? Wir wollen Akuta-Sensei bitten, den Robotik-Club noch doch nicht aufzulösen. Alles klar, dann komme ich mit. Oh, das ist ja toll. Ja, es klingt irgendwie so, als wäre es total so näher. というわけなんです. Sübete kokai nandese. Dakara, haibu no tekkai wo. Dame yo. Douste desu ka? Watashi mo isogashii shi, robobu wa hoka ni mo mondai o koshi sou da shi. Soko wo nan to ka, tsugi wa kesshousen nandese. Onegai shimasu. Tsuka yo, taibu todoke wa tekkai shita daro. おかしいじゃねえか。なんで廃部なんだよ。何よその口の聞き方は。先生に向かってそれはないんじゃない?話をそらない。でしょ?とにかくダメなものはダメなの。何それ?意味わからないんだけど。バカなの?なんですって? どうかお願いします。ロボ部を存続させてください。ちょっと。お、沖手川。嘘だろ、お前。部長。どうかこの通りです。何?芥先生が土下座させてる。ちょっと芥川君、やめてよ、ほら。やめません。廃部を撤回してくれるまでは。 Hinterher hat die noch was mit dem Diebesroboter zu tun. Die wusste von dem Diebesroboter nämlich ziemlich gut Bescheid. Und da ich ja jetzt weiß, er hat keine Verbindung zur Neo-Kaien-Gang, ne? Aber was ist mit ihr, wenn sie die Verbindung hat mit der Gang, um den Robotik-Club aufzulösen? Boah, das wäre ja sowas von niederträchtig. Das wäre ja richtig ekelhaft. Yagami-san. Yagami-san, gehen wir zum Trainingsspiel. Ach, Trainingsspiel. Okidigawa. Geht's dir besser? Jetzt besser, Okidigawa? Ja, tut mir leid. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Mir geht's gut. Schön, das freut mich. Kann ich mir nie leisten. Weil ich immer noch keinen
Aber die neue Batterie kann ich mir leisten. Aber die brauche ich gar nicht. Das Kostenlimit wird nämlich damit nur erhöht, ne? Brauche ich eigentlich eine bessere Sniper? Ich mache mir einfach eine. Ich brauche immer noch IP-Daten. IP2. Ach, bei Close Call gibt's die. So wie auch das super robuste Gummi. Das könnten wir ja mal versuchen, denn eigentlich sind wir ziemlich gut mittlerweile, ne? Wahrscheinlich gibt es jetzt auch eine neue Arena. Oh, bitte nicht schlimm, was? Interessanter Aufbau. Ja, der ist er. Ach, verdammt! Raiden! Das wird jetzt ein bisschen widerlich. Alter, ich hatte keine Chance zu schießen! Nee, das wird nix. Ja, da ist er. Oh, los! Magica, ja. Nein! Wie viel Glück muss man haben, bitte? Alter, dieser... Ach komm! Wir sind einfach schneller als ich. Ich muss mich verbessern.
Geht nicht anders, ich muss schneller werden in allem. Wir sind einfach viel zu langsam. Hilfe! Ich komm nicht! Das ist doch nicht euer Ernst! Ich kann einfach nichts machen, wenn er mich wegdrückt. Nee, da müssen wir erstmal. So, versuchen wir es jetzt nochmal. いいですぞ。いいですぞ。いいですぞ。よし。いいですぞ。 上がるべし。マジかよ。いいですぞ。何ですと？いいね。よし。よし。よし。よっしゃ。 Ah, verdammt! Los, Leute! Das mit der Geschwindigkeit ist schon mal geil. Das war richtig so. Leider sind jetzt meine Maschinen alle kaputt, aber wir kommen wieder. Und ich habe 8 Schuss. Zack! Auf Geschwindigkeit kommt's an. Und darauf, dass wir halt auch mehr aushalten. Na gut, ich halte mehr aus. Die anderen beiden jetzt nicht. Ah ja. Hat gut geklappt. Nur ein bisschen verbessert. Das heißt, ich bin schon bei dem, was hier vorgeschlagen wird, habe ich schon was Besseres. Alle scheinen ihr Bestes zu geben. Mina, tamaniwa hayaku agattara doda. Demo mada sagyo ga. Ja. Oh, seine Frisur ist auch wieder normal, ne? いいのか？実は今日楽しみにしてたゲームの発売日なんだよ。あ、上がってくれ。お前ら最近本当によくやってくれている。だから今後に備えて今日は休養してほしい。みんなの健康が第一だからな。どうした？いや。 Du hast dich echt verändert, Okitigawa. Das ist auch gut zu sehen. Und wir sind auf dem Feld jetzt auch. Jetzt sind wir auch schneller unterwegs, ne? Was das ausmacht.
Was das ausmacht. Nanka, daibu skejuru ni yuyu ga deta na. Eh. Kurumazaki no aidea no okage desu. Hitotsu no robotto o sakusei suru dake de kesshousen ni taiyou dekiru no dakara. Paaji kikou no shikimi wa yakkai na mono no, futatsu kikou o tsukuru yori wa yasuagari nan desu. So ka. Masani good idea datta nda na. Eh. Sore ni 最近部員たちの作業効率もかなり上がりました。やる気が前より明らかに上がっているというか、以前とは何かが変わった気がします。サーバイツクリーマ変わったのは起きてが、お前じゃないか？え？お前がいい方に変わったから、みんな、やる気を出してくれてるんだと思うぞ。だったらいいのですが、あの、矢上さん。 Ah, jetzt bekommen wir die Information, was da drin ist. Sekkeizutte Robobu Hizou no da yo na. Sonna daiji na kagi o nande ore ni? Misuken no Amasawa senpai ni iwarete ore tachi no koto o sagutte tan de shou. Moshikashite kizukete? Ist nicht auf den Kopf gefallen. Hittakuri Robotto Jiken ga seken de wadai no tokoro ni 突然ミスケンの指導員がやってきたんです。怪しすぎる。そうか。だが気づいてたならなんで放っておいたんだ。放っておいたのではありません。泳がせていたんです。え？あなたがうちでいろいろと調べ回り、結果として部員の身の潔白が証明されればそれでいい。ミスケンの天沢先輩も おとなしくなるでしょうからね。なんだよ。結局お前の思惑通りってわけか。まあ、いろいろと予想外なことは起こりましたが、矢上さん、あの、キャビネットの中の設計図はこの部の財産です。部員でさえ簡単には閲覧できない。アイデアにこそ価値がある。俺は先代の部長からそう言われ、 この鍵を託されました。だから俺はこの鍵を責任を持って管理してきたんです。そんな大事な鍵を俺に？ええ。この鍵は俺から矢上さんへの信頼の証です。 Ich glaube halt nicht, dass an den Diebesroboter beteiligt ist. Da steckt irgendwas anderes dahinter. キャビネットは好きに調べてください。ミスケンの天沢先輩にも調べさせてやるといい。 それで我々の疑いが晴れるなら。ね。わかった。Ein Zeichen des Vertrauens. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Was kann ich nutzen, um die Unschuld des Robotikclubs zu beweisen? Ich muss nur den Diebesroboter mit den Plänen im Schrank. Okay, dann ermitteln wir mal. Ich sollte auch Amasawa anrufen. Probleme sind also in diesem Schrank? Genau. Sakura-kun und... Akuta-Sensei haben gesagt, dass die Baupläne für den Roboter, der dem Diebesroboter ähnelt, hier drin sind. Wir müssen nur den Roboter auf dem Bild mit den Bauplänen vergleichen und beweisen, dass sie zwei nichts miteinander zu tun haben. Dann kann niemand mehr den Robotik-Club beschuldigen. Okay, dann führen wir mal eine gründliche Ermittlung durch. Korette. Hi, Melofieber. Mittlerweile habe ich, finde ich den gar nicht mehr so schlecht. Ich komme langsam voran. Ich würde mal sagen, wenn... Hast du eigentlich noch Probleme mit dem Robotik-Club oder bist du da schon durch? Wenn nicht, habe ich da eine Seite, wo ungefähr drin steht,
wie die Roboter am besten gebaut werden sollten. Aber es sind noch nicht mal die besten Builds. Ich finde, man kann die immer noch weiter ausbauen. Ich rate zu den hier. Warte. Du kannst Fernkampf nur bei dem XF einsetzen. Weswegen ich mittlerweile ein XF nutze. Mein Bild sieht mittlerweile anders aus. Ich habe ihn schon ein bisschen verbessern müssen, weil ich sonst nicht weiterkam. Und mittlerweile haben die Gegner keine Chance. Selbst meine KI ist gut geworden. Du kannst bei keinem nutzen? Es kommt drauf an, ich kann es dir jetzt gerade nicht zeigen. Es kommt drauf an, halt, nur der mit der Waage kann es nutzen. Also du musst schon die Maschine einbauen, die auch Fernkampf nutzen kann. Und es gibt halt nur eine Maschinenart, die das kann. Das ist ein brotessender Rennroboter. War vielleicht für einen themenbasierter Wettbewerb. Ich habe meine KI auch verabscheut, aber mittlerweile machen sie das, was sie sollen. Ich glaube, das liegt daran, ich habe sie so eingestellt, die sollen auf... Also die sollen die gelben Dinger priorisieren und auch verteidigen und so weiter. Und das machen die. Ich kann es dir nachher zeigen. Was ist das, Yagami-san? Der hier hat einen Roboterarm. Genau wie der Diebesroboter. Aber das ist noch nicht alles. Er kann auch Krähenfüße und Rauchbomben abwerfen. Vielleicht haben sie spekuliert, dass es beim Wettbewerb ein Rennen ohne Regeln gibt. Yagami-san, sind das nicht genau die Funktionen, die auch der verbesserte Diebesroboter besitzt? Ah. Ja, sieht so aus. Nachdem ich das alles gesehen habe, glaube ich nicht, dass das ein Zufall ist. Der Einzige, der diesen Schrank öffnen kann, ist Okitegawa-kun, richtig? Wenn das so ist, hat er auch als einziger Zugang zu den Bauplänen. Ja. Unmöglich. Er hat uns den Schlüssel doch selbst gegeben und gesagt, wir sollen den Schrank so gründlich durchsuchen, wie wir wollen. Wenn Okitegawa der Täter wäre, würde er das nie so machen. Stimmt, aber wer ist es dann? Moment mal. Was ist? Mir wird gerade etwas klar, Yagami-san. Irgendjemand hat diese Baupläne ja entworfen. Und der kann seine Ideen doch auch ohne Zugang zum Schrank weitergeben, oder nicht? Das muss ich nachher zeigen, das kann ich nämlich gerade nicht. Ja, stimmt. Mir ist das gerade erst aufgefallen, aber der Name des Designers steht auf den Bauplänen am Rand. Kurumasaki! Nicht dein Ernst. Pläne stammen von Kurumasaki-kun, echt? Das kann nicht stimmen. Wir können ihn doch einfach fragen. Nur als Zeuge vorerst. Schätze schon. Er trifft sich in der Cafeteria mit uns. Was, wirklich Kurumasaki-kun? Das muss doch ein Irrtum sein. Ich hoffe, ich kann jetzt hier nochmal zurück. Sind die jetzt wieder da drin? Nee, dann kann ich es nämlich nicht zeigen. Der Robotik... Club macht nämlich gerade Pause. Ich kann es also erst zeigen, wenn ich jetzt mit dem Club weitermache.
So. Ich bin nämlich jetzt schon bei 87% und so wie ich vorhin gespielt habe, ich habe nur mal eben meine, was man auch immer machen muss, in den Builds steht ja Bewegungsgeschwindigkeit und Rotationsgeschwindigkeit, die muss man da einbauen. Habe ich auch gemacht. Jetzt mittlerweile habe ich sogar Bewegungsgeschwindigkeit Level 4 war das, glaube. Oder Level 3. Ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich bin schnell genug, um den Gegnern davon zu rennen. Also, die haben keine Chance. Den nehme ich alles ab. Naja, fast. Und ich habe natürlich die Sniper. Das heißt, ich schieße da welche schon kaputt. Wenn drei Gegner erstmal warten müssen, bis sie wieder leben, hat man schon mal so, ich weiß nicht, 10 Sekunden waren es oder so, hat man wenigstens schon mal 10 Sekunden seine Ruhe und man kann sammeln gehen. Naja, ich hab auch eine Zeit lang sehr gefrustet, bis ich da mal verstanden habe, wie es am besten funktioniert. Aber wenn man gute Builds hat, dann macht das auch wieder ein bisschen mehr Spaß. Wie gesagt, ich hab die Seite mal gepostet. Am besten auch immer das Beste von denen nehmen. Obwohl gerade bei den Automodellen muss man auf, zumindest bei den KIs, auf etwas achten, glaube ich. So, hat er nicht gesagt da. Yagami-san, worüber wollten Sie reden? Hallo, freut mich. Ich bin Kyoko Amasawa vom Krimi-Club. Hä? Amasawa-Senpai? Was machst du denn hier? Naja, wir untersuchen die Diebstähle durch einen Roboter, die es in den Jinchō gab. Was? Wir haben uns von Okitegawa den Schlüssel für den Schrank im Clubraum ausgeliehen und uns die Baupläne angesehen. Die Baupläne, die wir gefunden haben, waren identisch mit dem Diebesroboter. Und du hast ihn entworfen, Kurumasaki-kun. Ja. Wir glauben nicht, dass du der Täter bist, okay? Kurumasaki-kun, wir haben nur deinen Namen auf den Plänen gesehen und wollten... Kurumasaki-kun? Ich war's. Wie bitte? Ich war's. Ich habe der Neo-Kalen-Gang die Baupläne gegeben. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, Kurumasaki-kun? Okay. Na. Es ist also tatsächlich so, Kurumasaki-kun, ja? Du hast der Neo-Kalen-Gang die Baupläne gegeben? Ja. Außerdem, Leiter kann eigentlich niemand den Schrank aufsperren. Deswegen haben wir Okitegawa-kun verdächtigt. Aber du hast die Baupläne nicht gebraucht, weil du alles noch im Kopf hattest, oder? Genau. Es tut mir wirklich leid. Was hast du überhaupt mit der Neo-Kalen-Gang zu tun? Sie haben mich reingelegt. Wie das? Naja, ich stelle meine Roboter-Ideen auf meine Website, damit die Leute sie sehen können. Also die Ideen, die im Robotik-Club abgelehnt werden. Was für Ideen? Leiter Okitegawa hat sie alle abgelehnt, weil sie nicht die optimale Lösung waren und oder so. Aber es sind richtig coole Roboter. Das weiß ich. Deswegen habe ich sie auf meine Website gestellt. Ich dachte mir, dass es irgendwo auf der Welt sicher jemanden gibt, der meine Ideen versteht. Ich wollte nicht einfach nur einen Roboter zusammenschrauben, während mir jemand Befehle entgegenplärrt. Ich fand's richtig ätzend.
warst also sauer auf Okitegawa. Und mit seinen Methoden nicht einverstanden? Nee. Kumasaki-kun, was passiert? Nachdem du deine Website online gestellt hast, mir hat jemand eine Mail geschickt, der sich der Professor nannte. Der Professor? Was stand drin? Unglaubliche Ideen. Es wäre ein Verbrechen, diese Vision der Welt vorzuenthalten. Ich stelle dich Gleichgesinnten vor, die dich zu schätzen wissen und unterstützen. Mehr stand nicht drin. Okay, du hast also eine Mail vom Professor gekriegt und dann? Dann habe ich mich mit so Typen getroffen, die gesagt haben, sie wären die Gesandten des Professors. Sie hatten Anzüge, so an wie so Geschäftsleute. Sie haben gesagt, sie würden mir Geld geben, damit ich meine Ideen weiterentwickeln und umsetzen kann. Von der Neo Kane Gang vermutlich. Genau. Ich habe mich krass gefreut. Ich weiß noch, dass ich mir dachte, wow, endlich versteht mich mal jemand. Und was ist nach dem Treffen passiert? Sie haben mir Leute vorgestellt, Techniker, haben sie gesagt, in einem Raum, in einem alten Gebäude. Techniker? Also Leute, die Roboter bauen und programmieren? Ja, hauptsächlich Maschinenbaustudenten und ehemalige Ingenieure. Die haben alle nichts anderes gemacht, als Roboter zu bauen. Manchmal habe ich geholfen oder Anweisungen gegeben. Irgendwann habe ich dann von dem Diebesroboter in der Stadt gehört und kapiert, dass sie mich reingelegt haben. Da du hereingelegt wurdest... Ich hatte keine Ahnung. Ich wäre nie im Leben darauf gekommen, dass man meine Roboter so missbrauchen kann. Aber ich habe protestiert. Ich habe diesen Business-Kaspern, die mir meine Baupläne abgeluchst haben, richtig was erzählt. Da sind sie dann plötzlich ganz anders geworden und haben mich bedroht. Sie haben gesagt, ich wäre ein Komplize, weil ich den Liebesroboter mit ihnen gebaut habe. Sie haben gesagt, wenn die Schule oder die Polizei es herausfindet, dann fliege ich von der Schule und komme vielleicht ins Gefängnis. Das ist ja grauenhaft. Deswegen hatte ich keine Wahl. Danach musste ich ihnen helfen. Ich sitze total in der Klemme und zwar schon richtig lange. Omasaki-kun. Yagami-san, das ist unverzeihlich. Sie wussten, dass Roboter Kurumasaki-kuns große Leidenschaft sind und sie haben ihn gnadenlos ausgenutzt. Ja, ich bin auch stinksauer. Yagami-san, was soll ich jetzt machen? Wo waren diese Techniker? Weißt du noch, wo das Gebäude ist? Es ist in die Jinjo. Nicht weit von der Schule. Ich glaube, die Neo Kaelin Gang verwendet es als Versteck. Kannst du mir noch genauer sagen, wo es ist? Glauben Sie wirklich, dass das eine gute Idee ist? Haben Sie gegen einen Haufen von Yakuza überhaupt eine Chance? Mach dir mal keinen Kopf. Ich sorge dafür, dass du keine Minute länger leiden musst. Kurumasaki-kun. Yami-san. Danke. Ihr Versteck ist in Ijincho, im Erdgeschoss von einem Gebäude auf dem East Tsurukami Highway. Draußen hängt ein kleines weißes Schild. Okay, dann sehe ich mir mal das Gebäude an, an dem Kurumasaki-kun mir erzählt hat. Ja, geil. Jetzt verprügeln wir noch die Neo-Kaien-Gang und dann geht's wahrscheinlich ins Finale.